Hallo meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin immer noch in Deutschland. Ich muss dumm sein. Ganz ehrlich, weil was gibt es denn Besseres, als in einem Ort zu leben, an einem Ort zu leben, wo man einfach keine Steuern zahlt? Ja, ich meine, natürlich ist es dann fragwürdig, wenn man die Frage stellt, warte mal, mit wem verdienst du nochmal dein Geld und wo verdienst du nochmal dein Geld? Ja, okay, aber ja, ich meine, wir müssen ja alle sehen, wo wir bleiben. Ne? Und für viele ist die Antwort eben Dubai. Dubai ist auch generell ein toller Ort. Da gibt es Gold im Essen, ne? Weil wenn man keine Steuern bezahlt, dann hat man Geld für die wichtigen Dinge im Leben, beispielsweise Gold essen und krasse Autos, Villen. Reichtum wie Sand am Meer und auch ansonsten ganz viel Sand. Meer auch. Manchmal ist da auch Sand ins Meer geschüttet, um darauf dann Villen zu bauen, um diesen Reichtum noch ein bisschen darzustellen. Jedenfalls Dubai, ja, also ich möchte jetzt nicht unken, ne? Aber ich glaube, die meisten Menschen, die nach Dubai ziehen, sind eher Menschen, mit denen ich nichts zu tun haben wollen würde. Ne, die haben so ein ganz spezifisches Mindset und das habe ich irgendwie nicht. Noch nicht. Also vielleicht kommt das noch irgendwann. Ne? Ich werde euch mitteilen, wenn es soweit ist. Vielleicht entwickelt sich ja die Gesellschaft auch irgendwann dahin, dass alle nach Dubai ziehen, weil alle erkannt haben, es macht einfach keinen Sinn mehr, in Deutschland zu bleiben. Und ein Beitrag leistet wahrscheinlich RTL. Ja, Alicia wird uns davon berichten, denke ich mal. Leute, ich habe heute ein Thema für euch, das immer mal wieder auf meinem Kanal stattfindet. Nicht, weil ich es will, sondern weil Sender und Firmen für Quoten und Klicks immer mal wieder die gleichen Fehler machen. Sprich über Dubai, Alicia, sprich über Dubai. Es geht heute um RTL. Wer weiß, vielleicht ist es so eine perfide Masche vom Fremdenverkehrsamt Dubai, dass sie Hauptsache, also Hauptsache Publicity, ne? Hauptsache, die Leute sprechen immer wieder über Dubai und irgendwann kommen sie von allein. Ja, weil, naja, ich meine, eigentlich reicht es ja schon zu sagen, ihr zahlt keine Steuern. Und man muss ja gar nicht hundertprozentig da leben, man muss ja nur mehr als die Hälfte seiner Zeit in Dubai verbringen. Das reicht ja schon. Mein RTL, ja. Mein RTL ist das aktuell nicht mehr so. Damals, als Trash-TV noch bedeutet hat, Liebes-Casting-Shows zu machen und verrückte Köpfe aus der Medienbranche zusammen in Formate zu stecken und aufeinander prallen zu lassen. Da habe auch ich diese Art von Sendungen geschaut und aktiv hier auf diesem Kanal kommentiert. Und ach was, wirklich? Ulala. Und ein bisschen satirisch durch den Kakao gezogen. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Also ich muss sagen, mein RTL war es noch nie und ich habe schon im Gymnasium sehr viel, vielleicht auch übertriebenen Hass auf diese Sender und die Inhalte dieser Sender verbreitet. Man muss da ganz ehrlich sagen, ne, man entscheidet sich irgendwann in der Jugend dazu, ob man dann ein intellektueller Snob werden möchte oder nicht. Und ich habe mich ganz klar dafür entschieden. Das hing aber auch damit zusammen, dass viele in meinem Umfeld halt einfach nie irgendwas in Frage gestellt haben. Und ich dann einfach angefangen habe, aus Trotz alles in Frage zu stellen. Und ich fand, bei RTL war es ziemlich einfach, alles in Frage zu stellen. Und ja, das hat sich seitdem nicht verändert. Und dieses Trash-TV aber gucken ist so ein, also ich verstehe, warum man denkt, dass man das ironisch tun könnte, aber es ist immer ein abwärtsgerichteter sozialer Vergleich. Es ist einfach immer irgendwo so ein, ich gleiche meine eigene Situation mit der Person vor Ort ab, bediene meinen Voyeurismus und ja, also ich weiß, diskutabler Punkt, aber ich finde, das ist grundsätzlich eigentlich eher nicht so kulturell wertvoll, nicht wahr? Ja, hate me on this, hate me.
Irgendwann kam der Punkt, wo meiner Meinung nach nur noch Quote um jeden Preis gemacht wurde. Hochtoxische Beziehungen wurden im Fernsehen unkommentiert für Unterhaltung ausgeschlachtet. Es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen, die vom Sender nicht verhindert wurden. Und gefühlt gibt es noch heute zu jedem Trash-Format mindestens einmal pro Staffel ein Statement oder eine Entschuldigung des Senders, dass man dieses und jenes nicht so hätte ausstrahlen dürfen. Und Ja, ne, genau. Ups, schon wieder passiert. Ups, ah, die Quote, die aus Versehen ist aus Versehen nebenbei ein bisschen Quote rumgekommen. Bei dem Fehler, den wir gemacht haben. Nie wieder bis zur nächsten Staffel. Ich empfehle an dieser Stelle die Serie Unreal. Mua, fantastisch. und dass man diese Fehler aufarbeiten würde. Aktuell ist RTL dabei, den nächsten Fehler zu begehen. Und diesen halte ich für so fatal, dass ich schon vor der Ausstrahlung der ersten Folge mit euch über diese Sendung sprechen möchte. Ich habe das auch schon gesehen, dass das passiert. Vielleicht habe ich es bei ihr bei Instagram gesehen. Das kann auch sein, dass mich Alicia generell auf diese Sendung gebracht hat. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt, was es jetzt schon dazu zu sagen gibt. Es geht um die neue Reality Soap. Dass ich dieses Gesicht noch mal in der deutschen Unterhaltungsbranche sehen würde, macht mich betroffen. Es macht mich wirklich betroffen. Und es zeigt einfach, dass jeder mit allem immer durchkommt und am Ende des Tages immer noch mehr Geld abcasht. Du kannst wirklich, du kannst dir erlauben, was du willst. Du kannst dir erlauben, was du willst. Simon Desue, King of Scam. Und jetzt hat er seine eigene Serie. Unglaublich. Wiederum eine Serie, in der er sich dann wieder als krass erfolgreich und alles darstellen kann, um seine Scam-Geschichten weiter fortführen zu können. Da. Und auch das Menschenbild, das hier dargestellt wird. Ich meine, schaut euch das doch mal an. Also Natürlichkeit sehe ich da nicht sehr. Aber gut, ich meine, es passt auch, denn Dubai, steht das für Natürlichkeit? Ich denke nicht. Dubai Diaries, Living the Dream. In dieser sollen in 8 Folgen verschiedene deutschsprachige Influencer. Vor allen Dingen, was bedeutet eigentlich Living the Dream? Materialismus? Oberflächlichkeit? Scampire aufbauen? Ein Scampire? Ein Scampire, das könnte auch ein Vampir sein, der gar kein richtiger Vampir ist, aber so tut. Ein Scampire. Ach, guck mal, da haben wir einen Instagram-Boyfriend. Schön. Und Persönlichkeiten begleitet werden, die in Dubai ihren Tra Was sind das alles für Leute? Die Platz 11 von Germany's Next Topmodel. Das reicht schon? Zitat: Dubai ist Shopping Glam auf der Yacht, chillen Jetski fahren. Haben die anderen auch Zitate? Nee. deutschsprachige Influencer und Persönlichkeiten begleitet werden, die in Dubai ihren Traum leben. Protagonisten der Serie sind dabei Sam Enisa Bukvic. Wer ist Enisa Bukvic? Simon Desue und Enisa Bukvic. Aber ich lese euch einfach mal Auszüge des Pressetextes von RTL vor, damit ihr ein genaueres Bild von der Show bekommt. YouTuber und Unternehmer Simon Desue hat bereits mit 31 das erreicht, wovon viele Menschen träumen. Ein Leben zwischen Palmen, Sandstrand und Luxus in der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich muss würgen. Ich muss würgen. Dubai. Zusammen mit seiner Freundin, dem Model Inisa Bukvic, verbringt er seinen Alltag mit Freunden im Beachclub, bei einer Spritztour im eigenen Lamborghini oder beim Chillen auf einer Yacht. Doch ist in der Parallelwelt Dubai wirklich alles Gold, was glänzt? Obwohl das Erfolgspaar ein Leben führt, um das sie jeder beneidet. Nein. Nein. Oh Gott, ist das. Ich frage mich halt, wenn ich sowas sehe, für wie viele Menschen das tatsächlich reell ist. Ja, also wie viele Leute tatsächlich unkritisch sich diese Bilder anschauen und Simon Desue dann für ein Vorbild halten. Oder also sein Lebensstil oder die Rolle, die er so hat oder spielt, als etwas, das man erstreben sollte.
Wie unreflektiert man einfach sein muss. Strugglen auch sie mit lebensverändernden Entscheidungen und werden von ihrem Alltag herausgefordert. Was treibt Simon an, der mehr erreicht hat, als er sich je vorgestellt hat, als er 2007 im Kinderzimmer die ersten YouTube-Videos aufgenommen hat? Jetzt als erfolgreicher Unternehmer, der sich alles leisten kann und alles erlebt hat, worin findet er seine Leidenschaft? Was erfüllt ihn überhaupt noch? Okay, also ist der Inhalt dieses Beitrags ausschließlich Luxusleben in Dubai. Also man, ne, worin findet er seine Leidenschaft, was erfüllt ihn überhaupt noch, nachdem er jetzt hier als der krasseste Überflieger und Karrieregott dargestellt wird, was er nicht ist. Geht es hier wirklich einfach nur ums Protzen? Alles klar. Erfolgreicher Unternehmer. In der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Hat bei RTL irgendjemand auch nur 5 Minuten Recherche betrieben? Oder lassen sich Redakteure ungefähr so leicht von Instagram-Fame blenden, wie die ganzen Menschen, die von Simon Desio im Laufe seiner Unglaublich, dass der Mann immer noch 1,9 Millionen Follower hat. Ich raff's nicht. Internet-Karriere abgezockt wurden. Und ganz kurzer Einschub, falls jetzt schon die ersten Leute kommentieren. Alicia, du weißt doch gar nicht, was in dieser Sendung genau passiert. Es wird doch erst Ende Dezember ausgestrahlt. Vielleicht ist es ja total Dubai-kritisch. Weiß ich natürlich nicht zu 100%. Aber der Pressetext lässt genau Gegenteiliges vermuten. Der ist deutlich länger als das, was ich euch jetzt gerade vorgelesen habe. Und immer wieder wird über Simon Desue und seinen unfassbaren Erfolg gesprochen. Und die einzigen Probleme, die wohl... Mich würde mal interessieren, wie es sein kann, dass diese Serie quasi um Simon Desue herum entsteht. Ist, ne? Das muss ja schon irgendwie mit einem persönlichen Bezug zwischen denen, die das produzieren, und ihm zusammenhängen, oder? In der Soap auftauchen, von denen hier gesprochen wird, sind persönliche Probleme. Von wegen, was macht Simon Desue jetzt, wo er alles erreicht hat? Wie halten er und seine Freundin ihre Beziehung frisch? Kein Wort zu Dubai an sich und dem Auswandern als Problematik. Zusätzlich habe ich die starke Vermutung, dass dieses Format an die Serie Dubai Bling von Netflix an. Die was bitte? Dubai ist jetzt scheinbar so ein Ding, ne? Krass, wie man mit genug Geld und Luxus und Protz alles andere wegwischen kann, ne? Scheiß auf Menschenrechte, Scheiß auf totalitäre Systeme. Hauptsache, das Geld fließt in Strömen. Angelehnt sein wird. Denn diese Serie funktioniert eigentlich genau so, wie es im Pressetext von RTL beschrieben wird, nur dass man halt Namen austauschen könnte. Es ist eine Reality-Soap über Influencer und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die es geschafft haben und die in Dubai ihr Luxusleben leben. Und die einzigen Probleme, die sie haben, sind da von privater Natur, also irgendwie Gossip oder zwischenmenschlich einfach Streitthemen und sowas in der Art. Für diese Die meisten Menschen sind einfach sehr, sehr arm im Geiste. Aber ist doch schön, wenn man sich nur mit Gossip auseinandersetzen muss, ne? Und den ganzen Rest drumherum ausblenden kann. Netflix-Serie gab es übrigens schon starke Kritik, zum Beispiel in der Wirtschaftswoche. In der Netflix-Serie Dubai Bling wird das autokratische Emirat als... Serie als Softpower. Fantastisch. Genau das ist es nämlich. Genau das ist es nämlich. Schöne Bilder erzeugen, um von dem Ganzen drumherum abzulenken. Sehnsuchtsort inszeniert. Jetzt will auch Saudi-Arabien... Da brauche ich jetzt erstmal einen Tee da drauf. Ja, Tee ASMR. So. Also. Moment, jetzt will auch Saudi-Arabien ein... Die haben das verstanden, wie man die Leute blenden kann. Ne? Und im Endeffekt... muss man sich ja nur historisch ansehen, wie das bei den USA vonstatten ging, durch den Zauber von Hollywood und die Medienbranche. Das war ja auch eine Form von Macht, die USA da ausgeübt haben. Ne? Die Softpower, wie es hier gerade auch steht, die Softpower eben, das eigene Image durch Kultur und Kunst und Medien eben selbst zu bestimmen. Und ja, nur dass die USA nie ein so totalitäres System hatten, nicht wahr? Und, naja, aber Menschenrechte spielten da ja auch eine ganze Weile überhaupt keine Rolle. Also, hey, warum nicht auch Dubai, nicht wahr? Sklaverei kennen sich ja alle mit aus. Arabien, ein Ableger fürs bessere Image. Also Tipp an alle Influencer, bucht schon mal euren Flug. Vielleicht dürft ihr dann bei RTLs nächstem Format dabei sein. Ich meine, nach Dubai Diaries fehlt doch nur noch Saudi Secrets oder Qatar Country Clubs. Spaß beiseite. Ich werde euch in diesem Video ganz genau erläutern, warum... Ich
So weit hergeholt finde ich das jetzt nicht, ne? ein Format wie Dubai Diaries absolut fahrlässig ist. Dabei werde ich mich einmal um die Protagonisten kümmern und einmal um das Konzept allgemein. Und ich verrate schon mal so viel, wenn RTL Plus diese Sendung dann nach wie vor auf den Markt bringen möchte, weiß ich auch nicht mehr. Simon Desue. Würde ich hier alle Fauxpas auflisten, die sich Simon Desue während seiner Social-Media-Karriere geleistet hat. Das Schlimme ist, der Mann ist halt schon so lange out, dass man schon gar nicht mehr weiß, was da alles passiert ist. Aber es ist wirklich einer der unangenehmsten Menschen YouTube Deutschlands. Dann wären wir morgen noch dran. Deswegen werde ich mich in diesem Video nur auf die relevantesten Dinge beschränken. Machen wir das doch einfach chronologisch. Schon früh begann Simon Desue oder Joshua Weißleder, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, auf YouTube mit jedem Trend mitzugehen. Was ja erstmal vollkommen legitim ist, aber auch ansonsten alles für Klicks zu tun. Ob es nie aufgelöste Gewinnspiele waren. Und da geht es nie um eins oder zwei Gewinnspiele. Das war regelmäßig. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt, wenn ihr mit diesem Video was Neues gewinnt, und zwar könnt ihr jetzt drei City-Scooter gewinnen. Ob es Lebensmittelverschwendungen waren, ob es Idee- oder Formatklau war im großen Stil von beispielsweise amerikanischen YouTubern oder einfach nur übelstes Clickbait. Bei ihm war alles dabei. Richtig kritisch wurde es allerdings das erste Mal im August 2018. In einem Video nutzte Simon Desue einen extrem starken Laserpointer, dessen Benutzung in Deutschland illegal ist, da er beispielsweise eine enorme Hitze entwickelt, Flugzeugpiloten blenden und Menschen beim direkten Reinschauen erblinden lassen kann. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, tatsächlich. Das ist mir tatsächlich neu. Simon Desue fiel nichts Besseres ein, als mit genau so einem Laserpointer erstmal in Hamburg Gebäude und den Fernsehturm anzuleuchten. Das ist so illegal. No! No way! Oh Gott! Gott, wie weit das geht! Oh Oh mein mein Gott! Laut Gerüchten soll sich dabei auch eine Frau am linken Auge verletzt haben. Die Polizei Hamburg bestätigte dem Kanal offen und ehrlich, auf Anfrage aber lediglich 3 bis 4 Hinweise, die aus dieser Nacht zu diesem Sachverhalt stammten. Simon Desue erhielt daraufhin eine Gefährderansprache durch die Polizei und gegen ihn wurde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Ach du, was? Eieieiei. Offen und ehrlich werde ich für Simon Desues weitere Skandale jetzt noch öfter zitieren. Andere YouTuber haben damals natürlich auch immer darüber berichtet, aber niemand hat es wirklich so konsequent und sauber gemacht wie dieser Kanal. Also ganz dicke Props, checkt die Jungs und Mädels unbedingt mal nach diesem Video aus. Offen und ehrlich kennen wir noch von einer nicht ganz so sauberen Arbeit in letzter Zeit. Wo waren wir? Nachdem Simon Desue das erste Mal bewies, dass ihm andere Menschen relativ egal sind, solange es um Klicks und Kohle geht, wagte er sich an das erste perfide Geschäftsmodell. Er selbst fing an, Produkte via eine Art Dropshipping auf Amazon zu verkaufen. Und das an sich ist erstmal ein erlaubtes Geschäftsmodell. Was man moralisch von sowas hält, ist nochmal eine andere Frage. Das ist quasi das System, mit dem in den 2010er Jahren alle großen Business Coaches gesagt haben, dass man damit unverschämt reich und erfolgreich wird und wo Bücher über Bücher dazu rausgebracht wurden und wo plötzlich alle Entrepreneure werden konnten. Das war ein richtiger Trend, ein richtiger Trend. Und vor allen Dingen genutzt hat es Amazon. Ganz grob erklärt, man kauft eine große Menge eines recht banalen Produktes meistens. Das ist also basically ist das auch der Grund. Also das System ist, man kauft bei Alibaba, ach guck mal, es ist auch Alibaba, man kauft bei Alibaba ganz billigen Plunder und vertickt es dann einfach fürs 10-fache bei Amazon. Also man nimmt es einfach nur von da und schiebt es darüber. That's it. In Asien, häufig in China, günstig ein und verkauft es dann teurer über Amazon an den europäischen Markt. Besonders erfolgreich wird man als sogenannter Amazon-Seller, wenn viele Menschen das eigene Produkt kaufen und auch gute Bewertungen dalassen, sodass man auf der Amazon-Seite mit seinem Produkt recht hoch gerankt wird. Einige Seller haben dafür einen Trick entwickelt. Sie kaufen ihre eigenen Produkte selbst für andere Leute ein und schicken diesen die kostenlos zu. Und im Gegenzug dafür sollen diese anderen Menschen dann eine gute Bewertung dalassen. Und so. Was?
kann man sich quasi verifizierte positive Bewertungen auf Amazon kaufen. Ja, es geht noch viel einfacher, indem man einfach eine Bestellung auslöst, einen Kommentar schreibt und die Bestellung wieder storniert. Just saying. Zumindest ging das mal. Und ein solches System, was schon ein bisschen fragwürdig ist, etablierte Simon Desue auch mit seinen Followern. Ja, die würdest du zum Beispiel nach Hause geschickt bekommen, die schaust du dir an und denkst so, ja, ich finde dich cool, würde ich zum Beispiel von Stern, sagen wir mal, von 1 bis 5 die Sternquote 4 geben. Mit dem Unterschied, dass sie die Produkte, also Batterien und Ketten und sowas, nicht mal kostenlos bekamen, sondern für diesen Produkttest 9,90 Euro monatlich an ihn zahlen mussten. In einem Abo-Modell. Und teilweise mussten sie dann sogar in Vorleistung gehen für die einzelnen Produkte, also die erstmal auch selbst kaufen, selbst bestellen. Unklar ist, ob alle Menschen jemals das Geld zurückerhalten haben, was sie dafür ausgegeben haben. Ich hoffe, man versteht es grob. Kurz ein kleines Zwischenfazit, auch an RTL Plus. Also solche Personen, die sowas machen, nennt man nicht erfolgreiche Unternehmer. Solche Personen nennt man Betrüger. Später folgen dann weitere dubiose Geschäftsmodelle. Zum Beispiel eine typische Ich-mach-dich-reich-Masterclass. Oh ja, um Gottes Willen. Also grundsätzlich, jeder, der sowas anbietet, ist ein Scammer. Und selbst wenn von 99%, ne, wenn 1% kein Scammer ist, lohnt es sich nicht, darauf zu vertrauen, dass man die Nadel im Heuhaufen findet. Lasst einfach die Finger von solchen Angeboten. Lasst sie einfach von solchen Angeboten. Die aggressiv mit Countdowns beworben wurde und 100 letzten Chancen, dass man sich doch bitte noch ganz schnell anmelden soll, weil sonst die einmalige Chance weg sei. Diese Werbemethode mit künstlicher Verknappung und falschen Druckmitteln ist in Deutschland übrigens wettbewerbswidrig. Oh, wie schade. Vielleicht wohnt er deswegen in Dubai. Und diese wettbewerbswidrige Methode nutzte Simon Desue dann auch noch ein anderes Mal für den Verkauf von irgendeiner ominösen Zahnweiß-Zahnpasta. Es ist einfach nur ein Countdown. Den kannst du einfach auf eine Homepage einfügen und dann zählt er halt einfach bis 1 runter. Steht hier auch, wo es losgeht. Nämlich bei 79 geht's los und es hört dann bei 1 auf. Meine persönliche Kirsche auf der veganen Sahne war aber Simon Desue's Instagram Academy. Für nur 7 Euro monatlich vermittelte er einem da wirklich banales Instagram-Grundwissen, also so à la, wie mache ich eine gute Story. Und versprach ihm aber trotzdem, dass man mit diesem Programm reich wird. Und der Trick, wie man damit reich wird. Ich meine, auf der einen Seite, es ist ja okay, wenn man eine Dienstleistung anbietet, indem man jemandem etwas erklärt. Die Frage ist, was verspricht man nebenbei? So, und da wird es dann schon wieder scammy. Werden konnte, war nicht unbedingt durch Instagram, sondern auch durch eine alternative Methode. Man sollte nämlich das Programm weiterempfehlen an Freunde und an Bekannte. Also ein fucking Schneeballsystem. Und dann würde man für jeden, den man geworben hätte, jeweils die 3,50 Euro, also die Hälfte seines monatlichen Beitrages, selbst bekommen. Oh, diese Personen müssen dann natürlich wiederum mehrere Freunde anmelden, damit sie von dem System profitieren. Und sowas nennt man auch Schneeballsystem und das ist in Deutschland illegal. Das ist halt einfach, sind einfach schon drei Dinge am Stück, die einfach hart illegal sind. Achso, und sollte ich vielleicht auch noch erwähnen, dass Simon Desue zwischenzeitlich auch noch einen Prank veröffentlicht hat, indem er so tat, als ob er sich Falschgeld im Darknet bestellt und das dann auch benutzt hat. Und deshalb musste er sich dann Ende 2019, Anfang 2020 wegen Vortäuschen einer Straftat vor einem Gericht in Hamburg behaupten. Und während ich hierzu einfach sagen würde, okay, danke Deutschland, dass endlich mal hier zumindest in diesem Fall durchgegriffen wird, ihr tut hier einfach nur das Richtige, um junge Menschen zu schützen, sah Simon Desue das als persönlichen Angriff auf seine künstlerische Freiheit. Deutschland wolle einem als Unternehmer einfach Steine in den Weg legen. Das und der Fakt, dass er auch vielleicht ein bisschen kalte Füße bekommen hat, wegen seiner ganzen Scam-Aktion, jetzt wo Papa Staat auf einmal durchgreift, war wohl der finale Grund für ihn, nach Dubai zu gehen. Also, schätze ich jetzt einfach mal. Naja, und seitdem wohnt Simon Desue in der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten, wie es RTL so schön formuliert. Fassen wir zusammen, Simon Desue hat... Nuff said. Und das gilt natürlich für viele, die dort sind. Nicht wahr? Das vielleicht monetär geschafft, aber menschlich und moralisch ist er ein absoluter Versager, wenn nicht sogar
Betrüger. Trotzdem wird ihm bei RTL Plus nun... Oh, man merkt so richtig, dass das ist das, was Persönliches hier. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ah. Hm. Ja, ich applaudiere innerlich auch, weil er es einfach verdient hat. Er hat es einfach so sehr verdient. Und eine eigene Show gewidmet und eine riesige Plattform geboten. Danke für nichts. Kommen wir zu Punkt 2 des Videos. Dubai. Warum die Verherrlichung von Dubai problematisch ist, das muss ich den Zuschauern auf diesem Kanal vermutlich nicht noch ein hundertstes Mal erzählen. Muss ich euch auch nicht erzählen, oder? Haben wir über Dubai jemals gesprochen? Ich fürchte nicht, ja. Ob es die Gefangenschaft der Tochter des Emirs ist, die Rechte von Homosexuellen in diesem Land, die nicht existieren, private Wildtierzoos, willkürliche Inhaftierungen, Todesstrafen oder der Fakt, dass Journalisten dort überwacht werden und bei kleinster Kritik an der Regierung schon mit Strafverfolgung rechnen müssen, was unter anderem lange Haftstrafen und Misshandlungen im Gefängnis bedeuten kann. Wir haben hier schon alles gehört. Deswegen möchte ich hier jetzt nur auf 4 bestimmte Punkte eingehen, warum es besonders problematisch ist, Influencern in diesem Land eine Plattform zu geben. Erstens, Doppelmoral. Aufgrund der eben genannten Punkte werden die Vereinigten Arabischen Emirate, zu denen Dubai gehört, von Reporter ohne Grenzen auf Platz 138 gerankt, was die Pressefreiheit des Landes im weltweiten Vergleich angeht. Katar, über das wir ja in letzter Zeit viel sprechen, ist übrigens ein ganzes Stück weiter vorne auf Platz 119. Darüber zu diskutieren. Das ist halt so der Punkt, ne? Auf der einen Seite medial großes Echo wegen Katar und wenn man dann über Dubai spricht, da gibt es dann immer keinen, der irgendwas in Frage stellt. Also das finde ich auch mega, mega schwierig und hängt vermutlich wieder damit zusammen, dass es keinen Kristallisationspunkt gibt. Ja? Also keinen einzelnen großen Aufreger, sondern das halt einfach so vor sich hin existiert. Diskutieren, ob jetzt die Emirate oder Katar mehr Menschenrechtsverletzungen begehen oder mehr Frauenrechte beschneiden, das wäre jetzt wahrscheinlich Haarspalterei. Aber kommen wir nochmal zur WM in Katar. Ich habe jetzt keinen Fall gefunden, bei dem sich RTL eindeutig irgendwie für oder gegen einen Boykott der Fußball-WM ausgesprochen hat, aber sie haben darüber fleißig diskutiert. So wurden zum Beispiel auf der RTL-News-Website Argumente für das Schauen der WM gesammelt, aber auch Kontra-Argumente, also für einen Boykott. Ich zitiere, an einem Boykott der WM in Katar führt nun kein Weg mehr vorbei. Es gab zuletzt schon viele gute Gründe für diese Haltung. Der Tod tausender Gastarbeiter auf den offiziellen WM-Baustellen etwa oder die gekaufte Vergabe. Doch nun zeigen die offenen Aussagen des WM-Botschafters, der Homosexualität mit einem geistigen Schaden gleichsetzt, ein... Gut, das eine hat jetzt mit dem anderen nichts zu tun, aber klar, ne? Man hat sich als Sender auch hier nicht eindeutig positioniert und wird das bei Dubai auch nicht tun. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das die einzige Sendung ist, die irgendwie was mit Dubai zu tun hat, die bei RTL läuft. Ein neues Maß an unverzeihlichen Menschenrechtsverletzungen. Liebes RTL, werdet ihr über euer eigenes RTL-Plus-Format in den Vereinigten Arabischen Emiraten auch so diskutieren? Denn auch hier gibt es Gastarbeiter, deren Pässe abgenommen werden. Menschenrechtsverletzungen und Homosexualität wird auch in diesem Land nicht geduldet. Hinzu kommt, dass ihr dieses Format diesmal nicht von extern, wie bei einer WM, kritisiert, sondern es selbst ins Leben gerufen habt. Aktiv. Und das stinkt für mich persönlich gewaltig nach Doppelmoral. Zweitens. Also, ich gehe halt mit einer ganz anderen Annahme rein in das Thema RTL. Und deswegen weiß ich, dass der Sender nie anders agiert hat. Und da immer der Profit und die Einschaltquote im Zentrum steht. Und gerade wenn es ein solches Format ist, das auch schön Kontroverse schürt am Anfang, ja, umso besser. Umso besser. Schauen mehr Leute zu. Wir bezahlen Steuerflüchtlinge. Der Grund, warum viele Influencer nach Dubai ziehen, ist nicht unbedingt, dass es dort im Sommer regelmäßig über 40 Grad heiß wird. Klar, Luxus, Prunk und tolle Kulissen werden auch eine Rolle spielen, aber die Vereinigten Arabischen Emirate locken vor allem mit einer Einkommenssteuer von 0%. Während man also in Deutschland als beispielsweise Einzelunternehmer progressiv Einkommenssteuerabgaben von bis zu 45% sowie Gewerbesteuerabgaben hat und man somit einen großen Teil seines Einkommens nicht behalten darf, geht in Dubai einfach alles in die eigene Tasche. So kann man als besonders erfolgreich... Vor allen Dingen als Influencer, Leute.
Ihr macht euch keine Vorstellung. Du hast ja kein produzierendes Gewerbe, sage ich mal, ja, wo quasi nur ein ganz geringer Prozentsatz des Umsatzes wirklich Gewinn ist. Reicher Influencer 6- bis 7-stellig sparen. Dennoch wird weiterhin hauptsächlich mit deutschen Zuschauern und Kunden Geld verdient. Das ist per se nicht verboten, aber es ist tendenziell asozial. Ne? Nur mal als Beispiel, wenn es jeder so machen würde, hätten wir ein Problem. RTL Plus fällt nichts Besseres ein als diese. Ist halt so. Also ich finde, jeder, der in Dubai als Influencer tätig ist, gehört boykottiert aus diesem Land. Ja? Also wer dahin zieht, und sich dazu entscheidet, Deutschland, das Land, wo er aufgewachsen, gebildet und groß gemacht worden ist, ja, hinter sich zu lassen und die Steuern zu vermeiden, der gehört halt auch einfach boykottiert. Punkt. Und dann auch noch das zu glorifizieren mit so einer Sendung geht halt überhaupt nicht. Steuerflucht, und das ist es per Definition, und das gesparte Geld, was somit dem Fiskus entgeht, zu glorifizieren und zu sagen, diese Personen hätten es finanziell geschafft. Mit so einer. Ja, Steuerflucht, ne? Diese Wirtschaftsflüchtlinge, hier können wir diesen Term mal benutzen, weil er absolut zutrifft, diese Wirtschaftsflüchtlinge haben es finanziell geschafft, weil sie halt keine Steuern mehr zahlen. Berichterstattung. Wir haben vielleicht 2010 noch durchgekommen, aber wir haben 2022. Die Menschen haben keinen Bock mehr auf so eine Scheiße. Wir haben hier Inflation. Einige Leute können nicht mal ihren Strom bezahlen diesen Winter. Und RTL Plus fällt nichts Besseres ein, als mit den Geldern der Abonnenten so eine Serie zu finanzieren. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Machen wir schnell weiter. Drittens, sie leben im Luxus, während andere leiden. Ich frage mich, ob es möglich wäre, dass diese Sendung jetzt durch einen gewissen Social Media Outrage verhindert werden könnte. Leute, ich will ja jetzt nicht sagen, aber vielleicht sollte man über das Thema ein bisschen sprechen und vielleicht auch die eine oder andere kritische Bewertung einsenden, dass man da vielleicht auf diese sehr offensichtliche Doppelmoral hinweist. Wenn man die dort ansässigen Influencer fragt, dann ist Dubai ein tolles Emirat. Sie müssen das sagen. Ihm bleibt ja gar nichts anderes übrig. Ist es nicht sogar so, dass Sie eine Vereinbarung unterschreiben, dass Sie nicht kritisch sprechen dürfen? Sie fühlen sich dort so wohl und so sicher, auch als Frau. Und alle seien so freundlich. Und das glaube ich sogar, dass diese Influencer dort diese Erfahrung machen. Denn Dubai will Influencer, die positiv über das Emirat berichten. Die Realität sieht aber oft anders aus. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Eine der Reality-Soap-Teilnehmerinnen wird die ehemalige GNTM-Kandidatin Juliana Farfalla sein. Auch sie berichtet auf ihrem Kanal immer wieder positiv über Dubai, lebt das Glam- und Glitzerleben und zeigt sich auch sehr freizügig, was per se in den arabischen Regionen eigentlich nicht so gern gesehen und teilweise auch geahndet wird. Hinzu kommt, dass sie einen Trans-Hintergrund hat. Schnell bekommt man auf ihrem Kanal den Eindruck, dass Dubai ja doch einen großen Sprung gemacht haben. Das ist tatsächlich möglich für Influencer in Dubai? muss, also in Bezug auf Frauenrechte, in Bezug auf Transrechte. Aber das ist nicht der Fall. Dubai misst nämlich mit zweierlei Maß. Während Influencer sich dort frei entfalten dürfen, machte 2019. Krass, ist das. Das ist ja ziemlich sinister. Ich dachte, dass du zumindest dann in deinem Content so weit eingeschränkt bist, dass du eben diese Regeln selbst auch nicht unterwandern darfst, aber dass du tatsächlich als Influencer das komplette Gegenteil darstellen darfst, um Menschen dorthin zu locken, aktiv, die dann aber auf die andere Realität treffen, das ist echt sinister, Leute. Erst ein Fall die Schlagzeile, in welchem einer Transfrau die Einreise verweigert wurde. Sie wurde unter anderem gefragt, ob denn everything cut off, also alles untenrum abgeschnitten sei, und musste sich dann vor drei Sicherheitsleuten ausziehen. Die beiden Frauen mussten dann anschließend ihren Flug auf eigene Kosten umbuchen, da sie nicht einreisen durften. Und auch Homophobie ist in Dubai nach wie vor en vogue. Ein 27-jähriger Elektriker aus Schottland wurde zum Beispiel 2017 von einem Gericht zu 3 Monaten Haft wegen unzüchtigen Verhaltens verurteilt, weil er einen Mann in einer überfüllten Bar an der Hüfte berührt hatte. Würde ich auch sofort im Knast landen.
Also Zärtlichkeit zwischen Kumpels gehört auch dazu, meine Güte. Auch in Bezug auf das Leben und Arbeiten dort vermitteln Influencer ein gefärbtes, wenn nicht sogar falsches Bild. Dazu habe ich mir erst letzten Monat ein sehr spannendes Video des YouTubers Ride with Gabby angesehen. 2012 arbeitete er in einem Hilton Hotel in Dubai auf einer recht hohen Position als Frontdesk Supervisor. Bereits am ersten Arbeitstag vor Ort musste er seinen Reisepass abgeben. Laut ihm wurde das dort bei allen Angestellten so gemacht. Er musste dann bis zu 16 Stunden moderne Sklaverei, Leute, täglich arbeiten, also zumindest regelmäßig Überstunden machen, die nicht bezahlt wurden. Auch auf freie Tage wurden regelmäßig Aktivitäten wie dann zum Beispiel Team-Meetings und sowas verlegt. Und nach einem Arbeitstag wurden die Mitarbeiter geschlossen mit einem Bus 25 Minuten raus in die Wüste gefahren, wo dann ihre Unterkünfte waren. Also Alter! Es ist halt einfach ein Knast. Zeigt seine Unterkunft auch in diesem Video. Generell sagt er in diesem Video, dass es ihm in der Zeit mental gar nicht gut ging, dass es viel Druck gab, auch viel, ja nicht Gehirnwäsche, aber dass ihm immer impliziert wurde, dass er das alles mit sich machen lassen muss. Und nach einem Jahr bekam er dann seinen ersten Urlaub. Er musste aber versichern, dass er nicht mit seinem Pass, den er ja für den Urlaub dann brauchte, einfach abhaut und nicht. Stellt euch mal vor, ihr müsst eurem Arbeitgeber, wenn ihr in Urlaub fahrt, versichern, dass ihr nicht fluchtartig das Land verlasst. Nicht mehr wiederkommt, und dafür mussten dann zwei andere Mitarbeiter bürgen und... Was? Das heißt, wenn du fliehst, sind die anderen im Arsch. Und wäre er abgehauen und nicht wiedergekommen, ist das krass, dann hätten die einen Monatslohn verloren. Unter diesem Video gab es übrigens Hunderte, wenn nicht sogar tausend Kommentare von Menschen, die genau die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Gerade Personen aus Indien oder Bangladesch und heutzutage auch viel aus Zentralafrika und Co. kommen mit sehr viel Hoffnung in das Land, weil sie da Geld verdienen können, was sie dann ihren Familien zu Hause schicken, werden dann aber durch psychische Manipulation und durch so Dinge wie das Einbehalten von Pässen im Land gehalten und an der Rückkehr gehindert. Das gibt es bis heute, und der Grund, warum Influencer das nicht sehen, ist, dass diese Gastarbeiter sehr stark abgeschottet werden. Also gerade in Bereichen wie zum Beispiel dem Bauwesen. Also die werden abends spät reingefahren. Es ist, also ich meine, ohne Witz, ja, wer zur Steuervermeidung nach Dubai zieht, um dort ein Influencer-Luxus-Life zu führen mit irgendwelchen Tech-Scam-Unternehmern und so weiter und so fort, ja, denkt ihr denn ganz im Ernst, dass diese zurechtgeschnippelten Schönheitsköniginnen und Könige sich ernsthaft mit Leuten von der Construction Site unterhalten, mit dem normalen Volk in Kontakt kommen? Also, da ist Gated Community par excellence. Ihr habt es ja gerade gesehen, mit dem Bus einfach eine halbe Stunde aus der Stadt gefahren in ein überwachtes und abgeschottetes Viertel. Die Leute, die da im Hotel arbeiten. Schon alleine das. Und wer da lebt und diesen Lifestyle feiert und das haben möchte, der, ich glaube nicht, dass der grundsätzlich in der Lage ist, nach links und rechts zu gucken und was anderes zu sehen als den eigenen Vorteil. Fahren in die Stadt, dann arbeiten die Nacht durch und morgens früh, gerade wenn die Sonne aufgeht, fahren die wieder zurück. Und zwar raus in die Wüste und dann noch ein ganzes Stück, und dann sind da die Lager, wo die wohnen. Dazu gibt es auch einige Videos hier auf YouTube, wo zum Beispiel auch diese Unterkünfte gefilmt werden. Könnt ihr euch sehr gerne anschauen, denn auf RTL Plus werdet ihr diese Seite von Dubai vermutlich nicht sehen. Viertens, Propaganda. Wenn man Werbung für ein Produkt macht und dabei negative Punkte verschweigt, dann ist das eine beschissene und unehrliche Werbung. Wenn man das für ein Land macht, im Auftrag des Landes, dann grenzt das an. Ja, dann ist es Propaganda. Da hast du komplett recht, Alicia. Propaganda. Jan Böhmermann deckte ja bereits 2021 auf, dass einige Influencer in Dubai Media-Lizenzen unterschreiben, die ihnen verbieten, negativ über das Emirat, die Religion, die Politik oder die Staatsoberhäupter zu sprechen. Einige Influencer... Krass, das Video hat einfach 5 Millionen Aufrufe. Vor allem die weniger erfolgreichen, leugnen das vehement. Und vielleicht haben sie recht, ne? Vielleicht... Oh! Hat sie sich mit ihr gefetzt? Politik oder die Staatsoberhäupter zu sprechen. Einige Influencer, vor allem die weniger erfolgreichen, leugnen... Oha! So, ich wollte mich eigentlich gar nicht äußern, ich verstehe deine Aussagen, aber das mit den Verträgen ist so ein Schwachsinn, kennt niemand, der sowas hier unterschreiben musste. Aha.
leugnen das vehement. Und vielleicht haben sie recht, ne? Vielleicht müssen sie wirklich nicht diese Media-Lizenzen unterschreiben, wenn sie keine Millionen Follower haben, sondern nur 50.000. Aber auch die Influencer wissen mit Sicherheit, dass es sehr unklug ist, zum Beispiel Staatsoberhäupter zu kritisieren, da sie sonst im besten Fall in den nächsten Flieger nach Hause geschickt würden. Und deshalb unterlassen sie es. Und da müsste man ja wieder Steuern zahlen. Oh Gott, Steuern! Vertraglich besiegelt oder nicht, es ist trotzdem eine Art Staatspropaganda für ein Land, welches Menschenrechte in vielerlei Hinsicht noch mit Füßen tritt. Sofern diese Menschen nicht zufällig wohlhabende Expats oder Influencer sind. Und wenn RTL das auch nur im Ansatz glorifiziert, dann machen sie sich meiner Meinung nach mitschuldig. Mich persönlich würde noch interessieren, ob RTL vielleicht sogar Geld von Dubai für dieses Projekt bekommen hat. Ich bezweifle das zwar sehr stark, weil das wäre wirklich richtig weird und das können sie auch eigentlich nicht annehmen. Es müsste eigentlich klar sein. Aber ich sage das aus dem Grund, dass ich weiß, dass sehr viele Influencer, die eben angefragt werden, um in Dubai Urlaub zu machen, um darüber zu berichten, sehr viel Geld geboten bekommen. Das kann ich euch jetzt leider nicht belegen, weil ich das erstens immer nur gesagt bekommen habe und zweitens ich auch nicht sagen möchte, von wem ich das genau habe. Ich kann nur so viel sagen, die Personen haben es abgelehnt, sind nicht nach Dubai geflogen für dieses gute Geld. Das müsst ihr mir aber an der Stelle einfach glauben. Ne? Weiß ich jetzt nicht. Also ohne Belege jetzt sowas ins Spiel zu bringen, finde ich immer schwierig. Ne? Also, wenn sowas tatsächlich der Fall wäre, dann wäre das ja schon ein Thema von beinahe diplomatischer Staatsweite. Ne? Also, wenn der Staat, wenn ein fremder Staat sozusagen RTL bezahlen würde, dafür Propaganda zu machen, schwierig. Schwierig. Ich meine, es ist ein Privatunternehmen. Die Frage ist, inwieweit der Einfluss von so großen Medienunternehmen in diesem Land im Hinblick auf politische Botschaften kontrolliert wird oder diskutabel ist, das ist eigentlich eine gute Frage. Jetzt, wo das so aufgekommen ist, stelle ich mir jetzt auch tatsächlich die Frage, ob sowas überhaupt legal möglich ist oder eben nicht oder wie oft man sowas eben gar nicht in Frage stellt. Ne? Und auch eine beispielsweise eine zu positive Berichterstattung von Land XY gar nicht in Frage stellt, weil man ja nicht davon ausgeht, dass es ja vielleicht sogar einfach nur bezahlte Werbung ist. Also, weil im Endeffekt müssten sie es ja dann auch als Werbeprojekt oder so darstellen. Könnt ihr auch mir gerne nicht glauben, das kann ich euch nicht schriftlich geben. Aber es wird einige Leute geben, die euch das so ähnlich bestätigen im Internet. Übrigens möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass ich auch in meinem Buch bereits ein kleines Unterkapitel über diese Dubai-Thematik geschrieben habe. Ich habe hier aber auch noch ein weiteres, sehr interessantes Steuermodell ausfindig machen können, mit dem viele Travel-Blogger sehr viel Geld sparen. Die meisten von denen sind nämlich steuerlich sehr viel gewiefter, als sie auf Instagram und Co. tun. Also wir reden hier auch von so Offshore-Firmenkonstrukten und so weiter und so fort. Und sie verbrauchen extrem viel CO2. Auch das habe ich in diesem Buch hier tatsächlich mal zusammen. Ja, Travel-Blogger, leider so das oberste Ende der westlichen Dekadenz. Leider. Gerechnet, wie viel so ein Travel-Blogger-Paar im Jahr geflogen ist und was das für einen Fußabdruck hat. Wenn ihr also noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, dann ist dieses Buch vielleicht eine ganz coole Option für eure Kinder. Warte, Moment. Da. Eure Geschwister oder auch eure Eltern. Kleine Werbung am Rande, aber ich fand es hier bei diesem Thema extrem passend. Final möchte ich mich nochmal an RTL wenden. Ich hoffe, ihr versteht, warum ich dieses Video sehr drastisch formuliert habe. Ich persönlich bin nach wie vor ein kleiner Fan von RTL, weil ich die... Okay, hier gehen unsere Meinungen wirklich komplett auseinander. Also, ich finde auch nichts, was bei RTL in dem Sinne positiv darstellbar ist. Das ist meines Erachtens der Teil der Medienlandschaft, der nicht gut ist. Ja, also da zeigt sich sehr oft, dass wirklich die, also die wirklich negativen Schattenseiten
des Mediengeschäfts. Und deswegen bin ich eigentlich auch so ein Fan der Öffentlich-Rechtlichen, weil es da noch besser zugeht als auf RTL. Also, puh, wisst ihr, ich bin aus meinem Elternhaus her sehr viel mit RTL in Kontakt gekommen, habe da sehr viel jeden Tag zuschauen müssen und halte es einfach für ja, qualitativ nicht dementsprechend, was man konsumieren sollte im Hinblick auf Informationsgehalt und Objektivität und Nicht-Manipulation des Zuschauers und so weiter und so fort. Also da wird sehr oft einfach auch ein sehr falsches Weltbild vermittelt. Wenn ich eins nicht bin, dann ist es in irgendeiner Weise Fan von RTL. Diesem Sender einfach viel zu verdanken habe in meiner Karriere. Und ich glaube, das ist ein sehr interessantes Statement, muss ich jetzt zugeben. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also generell, wenn man sich bewusst macht, dass man RTL halt auch gebraucht hat für die eigene Karriere, es ist, macht RTL jetzt nicht besser und auch nicht empfehlenswert. Versteht ihr, was ich meine? Aber man reagiert besonders empfindlich, wenn die Leute, die man eigentlich ganz okay oder cool findet, sehr, sehr uncoole Sachen machen. Und so ging es mir bei der Ankündigung dieses Formats. Also das Format passt für mich genau in das Bild, was ich von RTL habe. Just saying. Und ich weiß, ne, mit Sicherheit haben da sehr viele Menschen sehr lange extrem viel Herzblut reingesteckt. Ich habe ja selber lange in der Medienbranche gearbeitet. Ich weiß, wie das ist, so ein Projekt umzusetzen. Das braucht Monate. Ach so, Alicia hat mal für RTL gearbeitet. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ach so, dann ist es natürlich was anderes. Okay, das ist natürlich ja, eine gewisse Befangenheit, die da mit einhergeht. Ich sehe das nur als schockierter Konsument von außen. Bis hin zu teilweise Jahre. Und es gibt da wirklich Leute, die sich einfach tagtäglich nur damit befassen. Dennoch möchte ich die Empfehlung aussprechen, dass Das ist aber hier der Punkt, ne? Also die Kritik an RTL ist keine Kritik an den einzelnen Mitarbeitern dieses Programms oder dieses Senders. Maximal an einigen, aber jetzt nicht allgemein. Aber das Konzept ist nach wie vor nichts, was ich geil fände. Senden dieser Reality-Soap aufgrund der Glorifizierung von den Protagonisten und auch dem Dubai-Leben nochmal ganz, ganz gut zu überdenken. Ihr könnt mir jetzt ja mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, aber bleibt möglichst rational, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal. Ja, rational bleiben, rational bleiben. Ja, also es sind im Endeffekt zwei Punkte, die da besonders kritisch sind. Auf der einen Seite ist es eben Simon Desio als Person, der hier glorifiziert wird, der hier hervorgehoben wird auch noch, nach all dem, was er sich im letzten Jahrzehnt geleistet hat. Und das finde ich kritisch, weil ich mich auch frage, wie es sein kann, dass man da nicht, also es geht ja nicht darum, dass man ihn kennen muss, aber man sollte, bevor man jemanden als Hauptfigur einer Serie irgendwie verarbeitet, sollte man zumindest das mal nochmal nachrecherchiert haben. Und zum anderen eben dieser Dubai-Lifestyle, dass der unkritisch dargestellt wird. Wenn man das auf einer Auswanderer-Ebene betrachtet, ja, einfach plain and simple den Fakt, wie es da vor Ort ist, aufgreift, dann geht das. Aber wenn man sagt, es geht jetzt hier um Luxus-Lifestyle im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das geht halt gar nicht. So, und das hat auch nichts mit diesem kritischen Allmantum zu tun, sondern das hat einfach ein bisschen was mit Wertschätzung des eigenen kulturellen Lebenskreises zu tun, ja, der Attitude, mit der man in Deutschland arbeitet und wirtschaftet, eben nicht glorifiziert, dass man für Steuervermeidung in Länder verreist, die Menschenrechte ignorieren, weil im Endeffekt ist das, was uns halt als Gesellschaft ja ausmacht, dass Menschenrechte, Demokratie, eine Gemeinschaftlichkeit, ein großes Ideal sind. Wir haben dieses Ideal, wir haben uns das hart erkämpft in den letzten Jahrhunderten, sage ich mal. Und da darf man eben nicht die Glorifizierung von Materialismus und Konsum und Egozentrismus
derartig frenetisch feiern, das finde ich einfach moralisch völlig absurd. Ja, und meines Erachtens einfach boykottieren, wer sich dazu entscheidet, nach Dubai zu ziehen, und immer diese hohlen Ausreden, oh ja, es geht ja nur um, weil Gründe, die nichts mit Geld zu tun haben, ich finde es da ja viel schöner. Vergesst es, Leute, vergesst es. Also ja, mal schauen, vielleicht kann man diesem Treiben ja vorzeitig noch ein Ende setzen, aber ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Ja, gerade wenn so ein Projekt einfach schon komplett fertig ist, wird es jetzt durchgezogen. So ein bisschen wie bei dem Projekt von Leroy, das ist ja auch einmal produziert und dann durchgezogen worden, egal wie viel Kritik es gab. Dementsprechend sehen wir uns kurz vor Weihnachten bei einem Glühwein auf Temperatur, der Außentemperatur von Dubai. Vielen lieben Dank. Lasst Alicia auf jeden Fall auch noch ein View und ein Like oder ein Kommentar oder ein Abo oder alles gleichzeitig da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier. Bis dann, Tschüssikowski.